is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Verfolgung durch Protestanten und Katholiken. Und ihr werdet gehasst werden von jedermann, um meines Namens willen. Wer aber bis an das Ende beharrt, der wird selig werden. Es ist nicht nötig zu denken, dass wir Verfolgung nicht durchstehen können. Wir werden furchtbare Zeiten durchleben müssen. Die Verfolgung der Protestanten durch die Politik der römischen Kirche, mit der sie die wahre Religion Jesu Christi fast auslöschte, wird noch übertroffen, wenn sich erst Protestantismus und Papsttum vereinigen. Das die Gebote haltende Volk Gottes wird bald auf harte Proben gestellt werden. Doch werden alle, die im Licht gewandelt sind und das Licht ausgestrahlt haben, sich bewusst werden, dass Gott sich für sie einsetzt. Wenn alles überaus hoffnungslos aussieht, wird der Herr seinen Getreuen seine Macht offenbaren. Wenn die Nation, für die Gott so wunderbar gewirkt hat und über die er den Schutzschild seiner Allmacht gebreitet hat, die Prinzipien des Protestantismus aufgibt und durch ihr Parlament die Politik der römischen Kirche unterstützt und fördert, indem die religiöse Freiheit eingeschränkt wird, dann wird Gott in seiner göttlichen Macht für die eintreten, die ihm treu sind. Die Tyrannei Roms wird zwar wüten, doch Christus ist unsere Zuflucht. Wenn die führenden Kirchen der Vereinigten Staaten durch Lehren, die sie gemeinsam haben, mit vereinten Kräften den Staat dazu beeinflussen werden, ihre Dekrete durchzusetzen und ihre Einrichtungen zu unterstützen, dann wird das protestantische Amerika ein Abbild der römischen Hierarchie gemacht haben. Daraus folgt dann unvermeidlich die Verhängung ziviler Strafmaßnahmen über Dissidenten. Die Schrift lehrt, dass das Papsttum seine Vormachtstellung zurückgewinnen wird und dass die Feuer der Verfolgung durch die opportunistischen Konzessionen der sogenannten protestantischen Welt wieder entfacht werden. In dieser gefährlichen Zeit können wir nur bestehen, wenn wir die Wahrheit und die Kraft Gottes haben. Die Aussicht, in Lebensgefahr und Not zu geraten, sollte uns nicht mutlos machen. Vielmehr sollte es beim Volk Gottes die Lebenskraft und die Hoffnung neu wecken, denn die Zeit ihrer Gefährdung ist die Zeit, in der ihnen Gott seine Macht noch deutlicher zeigt. The Lord is coming. Are you ready?